Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator. Wir sind auf meiner Ranch und ich habe gerade meine erste Mischfabrik leer gemacht. Da waren noch 27.000, nee, doch 21.000. Und bremst du mal bitte gefälligst? Ja, bremsen, bremsen. Junge, Junge, Junge. Man kann sich aber auch anstellen. So. Und rein hier. Okay. Ach so, war's schon. Falsche Taste, richtige Taste. Kühe. Ja, da muss noch ein bisschen mehr rein. Da muss auch weit mehr rein. Oh, und die Milch ist voll. Ach, da muss ich erstmal die Milch verteilen. Pass mal auf, mein Freund. Fahr du mal bitte zu Futtersilo 1. So, hier ist eine Straße. Have fun. Genau. Und ich kümmere mich mal darum, dass ich den hier starte, wenn ich eine neue Aufnahme mache. Warum fährst du eigentlich nicht von alleine los, wenn ich den Spielstand lade? So, dich brauche ich nicht, dich brauche ich nicht. Aber ich könnte einen Trecker gebrauchen, der hier rumsteht. Wo steht denn hier noch einer? Ich habe ja noch meinen Hofhund. Tieranhänger. Müssen wir eigentlich Tiere verkaufen? Da, 1200. 0%. Das klingt gut. Die gehen weg. 20 Stück. So, den Trecker brauche ich. Den will ich ja nutzen. Das heißt, du wirst jetzt die Schweine verkaufen. Boah, das ist ein Wendekreis. So. Wo sind sie denn? Da. 25 Monate, 0%. Auswählen, zack. Ja, danke. Anhänger. Und Parkposition. Tschüss. Sehr gut. So. Mit dir wollte ich jetzt gucken, dass ich die Milch loswerde. Wolltest du nicht da hinten zur Mischanlage fahren? Aha. Ja, mach mal. Wer weiß, wo der schon wieder gewesen war. Wahrscheinlich am Schnellrestaurant. Da hat sich erstmal Burger reingepfiffen. So. Ach, du bist ja schon voll Milch. Oh Gott. Da muss ich jetzt erstmal gucken, wo ich die Milch loswerde. Ah, jetzt läuft's ja leer. Jetzt haben wir hier noch 1000 Stroh. Jetzt bräuchte ich hier 300 Gras. Weil das ist hier komplett leer, naja, fast komplett leer gelaufen. Bis auf das Mineralfutter. Du bist leer gelaufen. Du bist leer gelaufen. Ich mache jetzt die Milch, danach das Stroh. Also, du kriegst Milch. Beide Bäckereien kriegen Milch.
Ja, und dann werde ich überall noch ein paar Reste los. Gut. Wenn ich erst die vordere Bäckerei machen, dann die hintere Bäckerei. Und in der Zeit ist hoffentlich. Oh, ah nee, das ist der Viehhändler. Mist. Warte. Dann mache ich den schnell. So. Was habe ich jetzt gesagt? R. Zack. Auswählen, verkaufen, danke. Und du wirst jetzt wieder zur Parkposition fahren. Danke. Bäckerei war da hinten, war? Ja. So. Hier muss ich auch mal wieder gerade machen. Irgendwie müsste ich mir mal eine Stunde Zeit nehmen und rumlaufen und alle Bodenwellen ausmerzen. Wie jetzt? Das alles? Oh Gott. Wo werde ich meine ganze Milch los? Ich kann nicht noch eine Molkerei aufbauen. Warum eigentlich nicht? Weil wenn die da hinten auch mit Milch anfangen, dann könnte ich hier riesengroße Silo hinstellen. Nur mit Milch. Milch kann ich doch eigentlich auch verkaufen, wa? Milch da. Für 1300? Jo. Das sind meine Johnson 1300. Industrielle Bäckerei sind meine. September und Januar, naja, wo bin ich jetzt? Ach, die 1300 sind da unten. Hä, warte mal. Wir haben März. Ach so, ja. Ja, gut. Jemand hat die Arbeit beendet? Sehr gut. Ich habe wieder Silage. Ach, die müsste ich jetzt vorrangig runterholen, damit ich dort pflügen kann. Ich habe nur zwei Hände. So. Ja, dann werde ich ganz schnell dort oben die Silage runterholen, damit dort gepflügt werden kann. Stopp, stopp. So, pass mal auf. Dich stelle ich jetzt hier hin. Lade ab. So. Ein Chaos. Ich kann ich eigentlich schon absetzen. Ich brauche ich nicht mehr. So, hier kommt der erste, der zweite Anhänger, dann musst du hierher. Okay. Und dein nächster Job wird es sein zu pflügen.
Gut. War das jetzt deine erste Runde oder deine zweite? Deine erste, glaube ich. Wie haltet ihr eigentlich bei diesem ganzen Hin und Her den Überblick? Oder lasst ihr alles stehen, wartet langsam und immer eins nach dem anderen? Und tschüss. Jetzt bist du dran. So. Einschalten, einschalten. Dann geht doch Schlag auf Schlag. Muss ich mal gucken, wo ich die hinschmeiße. Apropos Gras, nachdem ich jetzt in der Nacht drüber geschlafen habe, werde ich mir das Grasfeld da oben kaufen. Mal gucken, wie viel das kostet. Und werde dort dauerhaft Silage, einen Silagehof bauen. Und den letzten. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt gucke ich mal, ob ich das Zeug hier loswerden kann. Kann ich hier irgendwo Silage abstellen? Weil ich musste ja sowieso, na klar, hier. Wenn ich da jetzt keine neue Fabrik baue. Erstmal. Dann kloppe ich jetzt hier die Silage hin. Und die muss ja dann sowieso, hier in die Fabriken rein. So, Steuerung 4. So. Gib's mir bitte Futter. Und danach machen wir Stroh. Warte mal, damit fährst du jetzt bitte erstmal. Zur Hofeinfahrt. Ja. Wenn du mich jetzt hier durchlässt, dann kann ich hier den. Ach so, du fährst da lang. Okay. Du kannst ruhig weiterfahren. Ah, da sind wir ja schon durch. Warte mal, warte mal, warte mal, wie viel sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das heißt, die passen vorne rauf. Ah nee, da passt ja nur 10 rauf. Ich will die in einem Stapel haben. Dann mache ich das so. Ja klar. Jetzt schwenke ich so dran vorbei, dass ich keinen erwische.
Ihr seid dran. Zack. Zack. Nein, 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 nein. Diesmal nicht, mein Freund. Was mit dir da? Warum fährst du nicht weiter? Jetzt ist der Weg zu nah an dem Ding dran. So. Du fährst mal bitte zum Hof. Und du kommst mal bitte vom Trecker runter, mein Freund. Ja, mal gucken, was ist denn dein Problem? Hä? Ernsthaft? So. So, und jetzt kannst du hier nämlich rumschwenken und dann hier rein und du kommst hier rein. Na, ich hoffe mal, das geht jetzt. Yes. Wozu fahre ich Kurse ein, wenn er dann doch fährt, wie er will? Ich will doch bloß hier abschalten. So. Ach, jetzt fahre ich von der anderen Seite ran. Den habe ich jetzt nicht gebremst gekriegt. Ich muss ja hier immer eine Woche vorher bremsen. Bing ist angekommen bei Hof. Wo ist der Typ, der an der Hofeinfahrt auf mich warten wollte? Hatte ich nicht gesagt, dass jemand an der Hofeinfahrt Stopp. Ob ich warten wollte? Na gut. Jetzt werde ich den Flug anwerfen. Damit der erstmal fertig wird, dann kümmere ich mich um die beiden, die ihren Job beendet haben. Und dann mache ich Strom. Und dann bist du dran. Also, du wirst auf Feld A 22 Minuten lang flügen. Du fängst am ersten Wegpunkt an und machst mir jetzt hoffentlich keine Probleme. Okay, er macht's. Tschüss. Warte, den nehme ich dir weg. So, zufrieden? Gut. So, Milch.
Ich müsste ein zentrales Milchlager erstellen. Dann kann ich nämlich die Milch von hier ins Milchlager bringen und er verteilt sie dann auf die Molkereien. Ja. Das werde ich angehen. So. Jetzt wollte ich aber gucken. Kühe. Sieht schon mal besser aus. Ach, der wollte zur Toreinfahrt, zur Hofeinfahrt fahren. Den habe ich ja jetzt selber weggebracht. Alles in Ordnung. Du fährst zur Futteranlage. Nee, warte. Warte, warte, warte. Die kriegen doch alle Gras, wa? Und Stroh. Wo sind meine Futteranlagen? Hier. Die war leer. Ja gut, das bisschen Gras mache ich von Hand. Du bekommst... Ach so, die wollen alle Silage. Die muss ich selber machen. Gras und Stroh. Stroh muss ich selber machen? Hab ich genug Gras für alle? 21 brauche ich. Alles klar, pass auf. Du wirst... So. Futteranlage 1. Du holst vom Hauptsilo. Zu Futteranlage 1. Gras. Ja. Fährst dreimal, verteilst also jedem eine Ladung Gras. Ach so, die Arbeit beendet. Tschüss. Und du? Du bist leer. Dann fährst du bitte zum Hof. Und ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde das Stroh einfach hier reinschütten. Dann kann er in der nächsten Runde das Stroh selber verteilen. Da muss ich das nicht machen. Was habe ich jetzt? So 125er Ballen. Okay. Das heißt, ich werde jetzt einfach hier einschalten. Es halt Quatsch. R. Stroh. 125er. 10 Stück. Rausnehmen. Okay. Klappt doch wunderbar. Ach, dann bist du schon fertig. Na wunderbar. Dann fahren wir eins vor. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Was haben wir jetzt gesagt? Nee, halt. 125er. Ach, mehr gibt's nicht. 18 Ballen noch. Mehr Stroh haben wir nicht. Das war's mit dem Stroh. Doof. Wenn ich da jetzt so rüberfahre, saugt er das Stroh wieder ein. Ach, jetzt fahre ich hier lang. Oh, warte mal. Was?
Jetzt fällt mir alles runter. So. Zieh meinen Kopf ein, ich muss hier durch. Was war das eben? So. Und so. Gut. Das ist durch. Und jetzt habe ich an Stroh im Lager. Da waren jetzt 300.000. Nee, das waren keine 300.000 Stroh. Der Fahrer ist angekommen, mal Steine abladen. Was machst du gerade? Ach, du fährst das Gras. Gut. Du? Verkaufst die Schweine. Okay. Und fährst wieder nach Hause. Ihr bleibt hier stehen. Du bleibst hier stehen. Du fährst tanken. Und reparieren. Dann habe ich wieder einen Trecker frei. Ach Quatsch, was mache ich denn hier? Du willst doch reparieren. Dazu musst du doch hierher. So. Reparieren. 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 Könnt ihr jetzt da oben bitte endlich mal aufhören zu gewittern? Eigentlich könnte ich ihn stehen lassen. Ich stelle den einfach hier hin, weil der wird ja, sobald hier der Pflug fertig ist, von Feld A nach Steine abladen, Steine bringen. Dazu lädst du mal ein Feld A. Steine sammeln. Und wartest jetzt, bis der fertig ist. Was machst du? Du reparierst. Und ich habe vergessen, den Steinesammler zu tanken. So. Und dann ist der hier eigentlich überflüssig. Der Fahrer ist angekommen bei Hofe. Ach, er ist das. Okay. So, wir haben einen Trecker frei. Er fährt das Gras. Das heißt, ich fahre jetzt das Stroh. Klingt gut. Aber ich würde sagen, den Rest machen wir dann in der nächsten Folge. Da geht das Chaos weiter. So, das heißt, ich stelle den jetzt ab. Und gucke mal, wie viel Stroh wir jetzt real hier drinne haben. ...140.000. Weil ich jetzt 20.000 bei jedem reinkippe.
sind 60.000, die Hälfte. Ja, das mache ich. Ich fahre jetzt eine 3 Ladung Stroh rüber. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut, genießt den Tag. Und vor allem, see you later. Und du gehst jetzt mal wieder aus dem Weg. Ich habe Feierabend.